But before I go ahead, I just have to mention one name, which is also very important, is Dr. Alfred Wendel. Himself, without his support, we wouldn't have also been able to do this project. I don't know where he is now. Meine Damen und Herren vom Orchester und liebe Kollegen aus den Schulen des Ruhrgebiets und aus Chile und aus Russland und aus Finnland, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und mit euch dieses riesige Projekt Interfaces gemeinsam gestalten dürfen, um das dann im nächsten Sommer auf die Bühne zu bringen. Aber bis da liegt noch ein großes Stück Arbeit vor uns und deshalb soll es jetzt auch gleich losgehen. Es geht ja um die Glückssuche von Jugendlichen, um Lebensentwürfe. Und hier suchen Leute ihr Glück. Wir haben ja in dieser Woche die Ensembles hier, die alles entwickeln. Das heißt, wir haben aus Finnland 15 Sängerinnen und Sänger, wir haben aus Belarus, aus dem Ruhrgebiet. Und nächstes Jahr ist der Chor sehr viel größer aus dem Ruhrgebiet. Aber man kann mit 200 Menschen nichts entwickeln. Zuerst kommen die weißrussische Gruppe, dann die türkische Gruppe und dann ihr. Ja? Ich gebe euch dann den Zeichen. Ja? Das Zeichen. Ja. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Könnt ihr ein bisschen deutlicher, da-di-da-di-da-di-da-di-da-di, bisschen akzentuierter, ja, ein bisschen mehr Paprika, ja, ein bisschen mehr Chili rein. Ganz gut. Nicht zu sehr denkt, ich muss immer nach dem Schlag kommen, dann werdet ihr spät. Statt dass ihr immer weiter vorangeht. Bam, 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 bam. Immer gar nicht mehr so genau, nicht mehr ba, ba. Da wird man nämlich leichter langsamer, ja? Das nur als Tipp. Feuervogel, Firebird von Igor Stravinsky. Dieses Stück wird 2010 gegen Ende des Musiktheaterprojektes in der Tat eine Rolle spielen.